Hallo und herzlich willkommen bei Peter Zeidler Barbecue. Heute wird's fischig. Heute haben wir eine Dorade hier. Ungefähr 600 Gramm wiegen die. Dazu braucht man ein tolles Gewürz. Dann nehmen wir das Green Mountain. Dann haben wir ein bisschen Fleur de Sel, ein wenig Knoblauch, Limetten, stimmt das? Limetten, ja. Ein Backpapier. Das zeige ich euch gleich herum. Und ein Sprutz Olivenöl, okay? Das Ganze würzen wir jetzt erstmal mit dem Green Mountain. Ich habe alle Flossen weggeschnitten und auch die hinteren Gräten, diese Stacheln, entschuppt habe ich nicht. Am besten ist, wenn ihr den Fisch rund kriegt. Rund bedeutet nicht ausgenommen, dann bleibt er viel länger frisch oder ist frischer, ja? Den hat es jetzt heute nur so gegeben, aber das ist auch in Ordnung. Das war es schon fast mit der Würzerei. Jetzt tun wir unseren Knoblauch schneiden. Und von der Limette. Da brauchen wir für den Bauchraum zwei so Scheiben. Das reicht. Nein mit. Ein bisschen von dem Knoblauch, genauso hier, gibt ein wenig Frische. So, das war's schon. Jetzt brauchen wir einen Sprutz Olivenöl. Das Fleur de Sel brauchen wir später. Das ist gut. Und jetzt können wir uns ein bisschen Backpapier zurechtschneiden. Alarm. Das reicht, wenn wir das noch mal halbieren. Und das backen wir jetzt da drauf. Und da drauf grillen wir die jetzt. Weil das es gibt natürlich Leute, die haben jetzt einen ganz normalen Rost, keinen guten Rost. Trauma. Sind halt meine Hunde, der Nachbar. Ja, ja. Also gut, 250 Grad liegen an. Wir nehmen das ganze Paket und legen den da drauf. Für einmal reicht das auf jeden Fall. Dann können wir auf jeden Fall hier, kriegen wir ein Branding rein. Das hat jetzt mit Grillen nicht so viel zu tun, aber es ist auf jeden Fall vom Feinsten. Jetzt schließen wir den Deckel und in zwei Minuten ungefähr kommt oben ein bisschen Olivenöl noch drauf, ein anderes Backpapier und dann drehen wir den Fisch. Und dann ist die Haut sehr trocken bzw. ohne Feuchtigkeit und dann könnt ihr ihn direkt auf den Grill legen. Ja? Dann bleibt er auch auf keinen Fall mehr kleben. Das ist das Geheimnis vom Backpapier. Habt ihr eine Pfanne zu Hause, die nicht mehr so gut ist, die Beschichtung weg ist, Olivenöl rein, Backpapier rein, wieder Olivenöl oder Fett, Entschuldigung, Olivenöl, da schimpfen sie ja wieder, ein Fett oder ein anderes Öl und dann kannst du da drin auch alles anbraten und kannst du da leicht drehen. Ja? So, jetzt schauen wir mal. Ah, das Backpapier ist schon ein wenig angedunkelt. Da ein Sprutz Olivenöl drauf auf den Fisch. Passt. Ein neues Backpapier verwenden wir. Drauf. Und einfach drehen, schnell her. Schaut gut aus, he? Das fliegt. Und jetzt könnt ihr den nämlich auch rutschen, wie ihr wollt. Wenn es drauf liegt, das Fischle. Schaut her. Genau. Oh, der liegt dann richtig drauf. Wie machen wir das jetzt? Oh. Oh. So, trotzdem ein geiles Branding, schaut her. Leider geil. Das habe ich jetzt noch ein wenig verhunzt leicht, weil ich ja zu schnell war. Den tun wir auf jeden Fall hochlegen, ein Branding reicht, da brauchen wir jetzt nicht rumhandieren. Der kommt jetzt oben drauf. Für ungefähr noch 20 Minuten,
Wenn man die Rückenflosse ganz leicht ziehen kann, ist er fertig. Ist ein total geiles Merkmal. Aber die habe ich ja weggeschnitten. Die habe ich weggeschnitten. Weil das hinten, wenn man sich da sticht, gibt es immer wenig Verletzungen. Aber kommt gut. Mediterranes Gewürz. Green Mountain. Etwas mehr Knoblauch, etwas weniger Salz, wie das La Provence. Ist aber auch vom Feinsten. Ja? Jetzt hole ich mir noch eine Schaufel und dann kommen wir sie gleich hoch. Bis gleich. Circa 1,5 Minuten sind um. Jetzt können wir sie mal drehen. Mit dem Papier, schaut her. Da gibt es doch das erwünschte Branding. Ja, einfach gedreht. Das haben wir jetzt auf der Seite nicht, aber ist ja nicht ganz so wild. Und jetzt hole ich noch die Schaufel gleich und dann geht es aufwärts. So, meine Schaufel habe ich. Lege ich mir da einfach hoch. Sollen wir runter tun? Oder klebt er dann fest? Ne, wir lassen nochmal drauf. Ja? Man kann auch ein Thermometer stecken, habe ich gesagt. Ziemlich mittig, oben im dicksten Stück. Bei 60 Grad ist der für mich schön glasig und dann tun wir ihn auch runter. 35 Grad liegen an, 200 Grad passt für den Fisch. Wird er Träumle, weiß ich genau. Okay? Wenn es soweit ist, melden wir uns sofort. 37 Grad, also es dauert vielleicht 5-6 Minuten. Bis gleich. 62 Grad liegen an. Wir haben es ein bisschen länger drauf gelassen. Ich werde jetzt auch noch nachziehen. Schaut euch an, wie herrlich das Teilchen ausschaut. Jetzt probiere ich das gleich mal zu drehen. Kommt man natürlich super drunter. Gut. Abracadabra. Oh, die schaut ja gut aus, ha? Schaut die gut aus oder was? Und jetzt zerlegen wir die mal fachmännisch. Was machen wir mit den anderen? Die müssen wir auch runterholen, ne? Aber das wird zu viel da, ne? Machen wir noch ein Tellerchen. Willst du noch ein Tellerchen irgendwo holen, André? Ich fange schon mal das Zerlegen an. Ich zeige euch, wie es geht. Es gibt natürlich verschiedene Methoden, aber ich sag mal, ich schneide in der Mitte durch, auf jeden Fall mal. Also hier schneiden wir durch, bis zum Schwanz hinter. Und jetzt müsste das alles ganz leicht weggehen, schaut her, mit dem Löffelchen. Geht das Filet runter und jetzt den Bauch. Und her. Den können wir ein wenig daher legen. Den Knoblauch, den können wir natürlich noch mitessen, ist ganz klar. Da ist noch eine Reihe. Die Hunde gehen bitte weg. So, und jetzt schneiden wir da hinten durch. Halten wir da vorne. Jetzt tun wir hier einfach anheben. Und schauen, dass das dran bleibt, das Fleisch. Schaut her. Und jetzt kann man natürlich, das müssen wir weglegen, das ist ja wirklich nicht schön. Ne? Legen wir da her. Und jetzt sind da noch Gräten drinnen. Gehen mit der Gabel ein wenig rein und holen die einzeln raus. Schaut her. Da ist so ein Blatt, das wollen wir natürlich auch nicht. So. Und wer jetzt noch möchte, kann natürlich noch ein Fleur de Sel hinlegen. Und da hinten ist noch mal so ein Grätengrand. Schaut her, seht ihr den? Seht ihr den? Das tun wir auch noch weg. So, und jetzt ist die zum Essen bereit. Ja? Ein Fleur de Sel, ganz wenig. Ein Knoblauch. Und jetzt noch ein hochwertiges Olivenöl drüber. Das reicht. Dann haben wir den Knoblauch dabei. Ein Träumle. So, jetzt probiere ich. Geil. Leider geil. Richtig super. Noch zart. Ein Hauch Knoblauch noch dabei. Und da noch ein wenig. Und hier die Backen, guck. Nicht vergessen die Backen. Schaut her. Aber nicht das Auge mitessen, ja? Speckler. Auch ein Glas Weißwein dazu. Sonne scheint, ach, ich bin Malle.
Also in Zell bei Malle. Ja. Ja. Jetzt holen wir den anderen noch runter. Stecker ziehen. Das war's. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Peter Zeidler. 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 Oder wie habe ich gesagt? Zeidler? Ein Träumle mit Fisch.